Ahoi und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft gestrandet. Und zwar, was meiner eine angeht, nach langer, langer Pause mal wieder. Aber für die anderen Kollegen, die auch dabei sind, nämlich unter anderem der liebe Real Goran. Hallo. Hallo. Und der Basti Keks. Freude. Die sind ja schon öfter hier wieder unterwegs gewesen. Ihr könnt mich eigentlich mal darüber aufklären, was hier eigentlich abgegangen ist. Weil ich war ja so, ich glaube, weiß nicht wie lange, 2, 3, 4, 5, 6 Wochen war ich nicht da oder so? 3 Jahre. Hi, Ara. Das kriegst du dritte Jahr. Ich wollte jetzt in die Stadt gleich mal kommen und ihr habt mir erzählt, da ist was fertig geworden. Ja. Der Basti müsste da sein momentan. Ich glaube, die Taverne ist fertig. Ich bin am Turm des Wahnsinns und kotze mich gerade aus. Vor Begeisterung, natürlich. Moment, dann komme ich gleich mal. Ich packe mir nur mal ein bisschen was zu essen ein. Jo. 5 Fackeln sollten reichen. Ich will euch ja nur besuchen kommen. Da will ja nichts bauen da. Ich komme mal auch. Ich wollte eigentlich erstmal ein Feld ernten, aber nachts, finde ich, ist es keine gute Idee. Weil es gibt immer noch keinen Knopf für mach das Minecart leise. Wie craft man Minecart? Ist das ein U? Ja, ne? Oh, ich bin falsch abgebogen. Ja, ich glaube ja. Musik muss ich auch noch anmachen. Ich guck mal gerade eben nach Musik. Bin ja voll nicht mehr up to date. Ich habe ja gar keine Ahnung mehr, wie Let's Plays gehen hier. Für meine, unsere Dingsbums-Leute, ich habe hier meine Hütte zumindest angeschlossen an das Minecart-Tunnelsystem, aber da fehlen noch die Schienen. Da hat irgendjemand eine Treppe noch mit hochgebaut, ich weiß allerdings nicht wer, und der hat viel zu weit hochgebaut, aber ist ja jetzt auch wurscht. So. I'm on my way. Die Bahn hat auch maximal nur 10 bis 20 Minuten Verspätung beim ersten Mal durchsagen. Ach, du fährst mit der Bahn. Ja, ich fahr mit der Bahn. Oha. Ich seh jetzt schon die Kommentare, boah, ruckelt das bei dir? Bei mir? Bei mir. Bei mir steht, jetzt geht's. Jetzt geht's. Ah, jetzt nicht mehr. Dorfzentrum. Wie lange ist der Bahnhof inzwischen aus? Gibt's da schon mehr Gleise? So. Also ich sehe hier ein Gleis. Hier ist noch ein Gleis. Wo geht denn das hin? Vor allen Dingen. Glaube. Das muss ja auf dem Schild stehen, oder? Gerade haben wir auch ein Partyhaus Chicks Castle. So Gleis 5, Herr Blaze, Rigoran ist auch noch nichts. Hallo. Ja, ich bin hier. Der bestimmt wieder irgendwas geschossen. Der Bahnhof ist so lebensgefährlich. Was ist das da hinten überhaupt? Ach, da hinten ist gleich der 9-3-4. Ja, der 9-3-4. Wir müssen echt mal hier den Bahnhof fertig kriegen. Hier sind so oft Leute gestorben in diesem Gerät. Wo muss ich jetzt hin? Warte, ich bin gerade im Bahnhof angekommen. Da oben ist er. Wartet auf mir. Ist hier ein Skelett? Was? Nein. Hier ist ein brennender Pfeil. Seh nix. Bruder, Liebe ist was ganz Tolles. Ja, die Bar ist fertig geworden. Also bei mir erkennt man, dass da Bar steht. Ja, ich hab vorhin noch einen höher gebaut. Ah, okay. Bar. Wenn ihr nach rechts guckt, dann seht ihr so leicht im Nachthimmel den Turm des Wahnsinns hinter dem Apotheken-Ding. Oha. Sollen wir da mal Schilder hinklopfen? Ich hab Schilder dabei. Sollen wir uns mal beschweren, dass das kacke aussieht? Hier für jeden ein Schild. Achso. Aber ich wollte mir erstmal die Kneipe von innen angucken. Ah, okay. So machen wir das. Nimm mal Knöpfe, dann sind hier bestimmt Geheimgänge. Ja, ganz bestimmt. Die klingen aber komisch, die Knöpfe, hör mal. Ja? Als wenn jemand nass gemacht hat und jemand einen Schwamm ausringt. Dazu muss man sagen, der Harp hat irgendeinen anderen Soundpack drin oder so. Weil ich höre normal. So. Hier ist die Bar. Die Bar. Ja. In Bastis letztem Videoaufnahme sind ja auch schon ziemlich viele Leute mit ihm hier rumgerannt, deshalb weiß ich nicht, wie
wie sehr wir hier jetzt ins Detail gehen sollen. Ich gehe einfach mal durch. Ich weiß auch gar nicht, ob das hochgeladen ist, wenn euer Zeug hochgeladen ist. Das ist noch so ein bisschen bei mir hinterher in der Zeit. Ich mache ja wieder so eine mega lange Aufnahme und lade die dann einfach im Stück hoch. Also bei mir auf dem Kanal sind die Leute schon alle so ein bisschen gefrisselt, weil ich schon lange nichts mehr gemacht habe. Ja. Aber ich kann euch ja mal aufklären, warum ich so lange nichts gemacht habe. Ich bin da fleißig am Arbeiten und mache nebenbei meinen Führerschein und sitze abends immer auf dem Sofa und habe gar keinen Bock mehr nach oben zu gehen. Kaputt bin ich abends immer. Was ist denn hier? Zauber, Zauber, Hex, 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 Kartoffel. Puff. Wieso hast du hier alle Fenster vergittert? Weil ich nicht mehr raus können sollte. Ich zünd jetzt alles an. Hier ist ein Lager. Habe ich dein Schlafzimmer verpasst? Sind die Leitern nicht mehr zusammenhängen? Wieso, und was für ein in dem neuen Texture-Pack? Wie bitte, was? Guck, also liebe Zuschauer, ich habe hier ein neues Resource-Pack drauf, das ist das Adrontal Texture-Pack, das berüchtigte, das ist ziemlich cool eigentlich, aber die Leitern hängen hier nicht mehr zusammen. Was? Bei mir sehen die nicht mehr zusammenhängend dargestellt. Wir haben ja auch eine kaputte MC-Patcher-Version, wer weiß das schon. Ja, genau. 432 ist extrem verbuggt, wenn du die hast. Keine Ahnung, woran ich das sehen kann, aber... Hast du denn, komm mal wieder hoch, hast du denn gesehen, hier sind überall Gitter. Und ja, in einer Ecke konnte ich keine Gitter mehr hinhängen. Da habe ich da ein Bild von einem Gitter hingetan. Das ist geil, ne? Geil wäre ja, wenn diese Bilder auch irgendwie stacken würden. Also, dass man die so. Aber die haben ja so einen Abstand, ne? Ja, leider. Ich wäre mal dafür, dass er mal mehr Bilder wieder einfügt. Die Datei hat ja noch Platz, oder nicht? Theoretisch schon. Deshalb jetzt eine Petition starten. Mit 1.8 wollen sie es ja auf jeden Fall erstmal hinkriegen, dass Bilder sich nicht mehr gegenseitig überlappen können und so. Mal sehen, ob das klappt. So, wo kommt man hier wieder raus? Arbeitszimmer. Ich höre ein Enderportal. Ach, hier ist ein Enderportal. Hier ist das Enderportal. Netherportal, meine ich. Da war ich auch noch nicht drin. Moment, ich will hier raus. So, wieso? Ich bin hier irgendwo unten. Hier geht's nicht weiter. Was ist hier kaputt? Wo geht's hier lang? Moment. Hier geht's lang. Ich muss hier erstmal. Hier geht's lang. Jetzt muss ich erstmal zurechtfinden. Hier über mir ist übrigens Dalukards Wolkenstadt. Ich hoffe, er baut das nicht. Extrem weit aus. Denn die Schatten wären ziemlich nervig. Also mein nächstes Haus ist da oben auch ein bisschen weiter weg. Ja, ja. Da muss man halt gut ausleuchten unten drunter, ne? Ja. Aber ich dachte, es gibt diese Regel, dass man über den Spawn nicht bauen darf und so. Naja, du kannst ja da Lukas, der ist so oft online, dass er kaum Zeit hat, jemanden zu fragen. Wo gehst du jetzt hin? Ich suche das Portal. War das nicht mal hier irgendwo? Hier am Strand, am Strand direkt. Wir haben hier ganz provisorisch einen super Nether-Tempel gemacht. Der ist so mega. Und da kommt keine Viecher durch? Der ist fast ultra. So mega ist der. Bis jetzt noch nicht. Keine Viecher durch? Das ist jetzt Weltpremiere. Ich bin das erste Mal im Nether jetzt gleich. Ich auch. Seit immer oder auch gestrandet? Oh, ich sehe nichts. Ich, hallo? Ja. Wieso geht's denn jetzt schon wieder zurück? So. Und bitte. Oh, ich höre schon Dinge zurück. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist ein Hühl. Ich bin wieder rausgekommen, alles gut. Ja, müssen wir mal irgendwie bauen. Das Geile war nämlich, ich wollte unbedingt den Nester offen haben, noch bevor ich etwas länger AFK war. Und dann durfte ich nicht und so. Und jetzt auf einmal ist der einfach da und das ohne groß Tralala oder so. Ist einfach da. Doch, wir haben Tralala gemacht, aber keiner hat geantwortet. Ich bin mit Crab zu Dalukat alleine gegangen. Er hatte Zeit. Der war ja super Tralala. Woche gemacht. Tralala, Tralala. Was ist so, ich warte jetzt. Dem Gebäude hier? Weiß ich nicht. Ich gehe jetzt erstmal zum Turm des Wahnsinns und beschwere mich, dass der kann. Da müssen wir mal besprechen, wie wir das. Ein Mädel soll hier gestorben sein, habe ich gehört. Ja, die wollt nicht mehr mitmachen. Also die ist gestorben, das darfst du so nur nicht sagen, die ist gestorben, die ist die hat zu viel Katzen gehalten, hat sich eine Seuche ausgebreitet und dann ist sie gestorben. Also ja, genau. Auf jeden Fall müssen wir da nochmal besprochen. Gibt's einen Friedhof für die Toten? Gibt's eigentlich schon einen Friedhof für die Toten? Nee. Ich bin dafür, dass wir einen Friedhof für die Toten bauen, wo dann alle, die mal mitgemacht haben, aber gestorben sind. Da oben hier auf Dalukats Wolke. Nee, bitte nicht, dann kommen die ja alle quasi in den Himmel, das ist ja wäre ja doof, ne? Ja, geht gar nicht. Also auf diesem Lavaturm ist auch nichts Interessantes. Ich bin da eben schon mal runtergesprungen. Da ist nichts Sonderbares. Und wie kommt man da hoch übers Wasser oder was? Ah nee, wir machen hier durch. Das ist eine Treppe. Turm des totalen Wahnsinns. Ja, ich glaube, die Treppe macht einen schon wahnsinnig. Da will ich gar nicht hochgehen. Bin aber auch nicht hier Lava fangen.
So. Was steht jetzt drauf? Wahnsinn. Sieht total Wahnsinn. Kacke aus, wie auf einem... wie nennt man denn die Server? Auf einem City-Build. Nennt das doch mal, muss mal nett schreiben. Das war bestimmt irgendein neuer. Sieht total... Glaub ich zumindest. Total... Ne, ich schreibe einfach Kacke aus. Der hat auch schon... Da, guck mal, die haben auch schon mit... Ist das nicht der Partyberg da hinten? Ja, ja. Der Swinger-Club. Da habe ich mit... wir haben übrigens schon ein Wegnetz gebaut. Irgendwo hier unten siehst du, glaube ich, einen Weg. Ja, hier ist ein Weg, ja. Versuch dir mal lang zu laufen. Was geht denn hier überhaupt? So, Gundula, Partyhaus, Riegel Goran, Mayas Keltore, Dorfzentrum. Ist auch nicht schlecht so. Du siehst, Gundula? Mein Schild hebt sich von den anderen ab. Weil ich einfach einen anderen. Ich habe keine Ahnung, wer Gundula ist. Ja, hier ist direkt ein Haus. Hexe Partyhaus. Gundula. Was? Hexe Gundula? Hexe Gundula. Ich habe eine Aufnahme von Kalturi gesehen, der ist da hingegangen und da war voll das Monsterbrüllen im Haus. Ich weiß gar nicht, ob die da irgendwo was eingesperrt haben oder. U-Bahn? Ist hier eine U-Bahn? Hm? Die ist auch angeschlossen. Wo geht die denn hin? Zu Razamun und dann. Von Razamun kann man denn. Das ist ja voll der Weil das mit dem Glas, bei dem Texture Pack sieht schon krank aus. Ja. Ich weiß nicht, ob du gerade anhast. Nee. Mach, hast du denn die Shader an? Nee, hab ich nicht an. Mach mal deine Helligkeit auf düster und dann klick zweimal auf die Secret Settings, dass du, wenn du auf F3, da erscheint ja eine Zeile, wenn du die Vanilla Shader an hast, der Shader FXAA an ist. Nee, lieber nicht, wer weiß, was dann passiert. Das kann ich mal auch machen, ich hab den mal ganz stumpf bei mir reinkopiert. Gibt es denn die Sonic Unbelievable Shaders inzwischen mal endlich für 1.7? Nee. Also ich hatte ja schon eine Version gar nichts für 1.7. Ja, das irgendwie. Vor allen Dingen 1.8 kommt bald, ne? Ja. Das sieht aber schon, ich finde das mit dem Glas eigentlich ganz cool, wenn es dann, also die haben natürlich andere Texture Packs, bei denen sieht das ja nicht so aus. Aber hat was, hat aber also ich mag was. Das. Ja. So, ich schalte es aber mal wieder ab. Wegen FPS. So. Lalala. Gehen wir jetzt rechts zu dir. Geht's dann zu den Mayas. Und also ich wollte jetzt auch. Zu mir. Okay. Ich brauche mal wieder Nahrung und muss mein Feld mal ernten. Weil ich habe, glaube ich, ich überlebe, glaube ich, nahrungstechnisch nur noch 2 Tage. Oh, hier ist der Kies ohne Ende. Jo. Ja. Darf man das hier abbauen? Ja, denk schon. Bis auf den Weg, der muss stehen. So, hier hinten haben wir schon alles ausgehoben. Das war auch alles voller Kies. Weil ich hab bis jetzt in den neuen Biomen noch gar nicht so viel von diesen Kiesdingern gesehen, aber das wird hier wahrscheinlich so eins sein, ne? Ja. Lauf. Oh, ich merke schon, hier oben gibt's noch Holzblöcke, die in dem Baum drin sind, weil das nicht verschwindet. Okay. Lalala. Da hinten und hier eine 270 Grad Rechtskurve. Oh, ist aber gefährlich, wenn man hier runterfällt. Ich bin vom Weg angekommen, abgekommen. Eigentlich wollte ich da eine schön seichte, immer Half-Slap-Treppe. Oh mein Gott! Da war dann aber die, wow. Moment, wie hieß sie noch? Kyrion, also die Frau vom Hirnsturz, Dingsbums. Die hat da so schnell hochgebaut. Dann habe ich einfach die Klappe gehalten und baue das dann irgendwann. Ich habe mich noch gar nicht kennengelernt, die beiden. Was ist hier eigentlich mit dem Dings passiert? Mit dem, bei mir im Texture Pack ist, das nicht durchgehend hier mit dem Bambus. NC-Patcher Version 4.3.2 ist verwackelt. Ah ja, Entschuldigung, habe ich ganz vergessen. Weil hier ist es richtig. Ja, das ist ab und zu. Wenn du sie selber stackst, dann kommt der Fehler meistens nicht. Aber wenn sie wachsen, dann kommt der auch. Ich brauche eine Hacke. Hallo? Ah. Hallo? Hier steht ja gar nicht mehr das Schild, dass das der Stein ist. Nein, was? Den habe ich weggemacht. Oh, ich schaffe nach Stein. Nach euren Troll. Stein. Das war der. Besonderer Stein oder? Das war der Stein.
Verstehst du, der Stein? Mit Krabs und Dalukat vor einem Monat oder so habe ich alles in seinem Haus am Wart mit Schildern begleistert. Dann war das der Stein, das Regal, die Fackel. Also das mit Ausrufezeichen, Alter. Oh, hier hast du ja auch wieder. Keine Ahnung, was für ein Raum, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das ist. Sag mal, hast du keine Angst, dass du hier irgendwie Erkältung oder so kriegst, wenn hier alles mit Schnee gemacht ist? Das ist ja kein Schnee, das ist ja Raufaser. Dies verputzte Raufaser, genau. Raufaser? Wo geht's denn hier runter? Das hier? Ist das hier so ein, das hier ist doch hier, Genau. Da geht, das ist meine Bahnanbindung. Irgendjemand hat da Treppen reingebaut. Die habe ich nicht reingebaut. Hier, wo ich gerade bin? Nee. Nee, die... Der Kellerschacht, den wo wir eben geguckt haben. Ja.